Das ist jetzt auch gerade dabei gelöst. Okay, 31. Was soll das schon sein? Tim, Kamera läuft? Kamera läuft. Okay, ich freue mich auf den zweiten Vortrag heute Abend von Richie über Sicherheitslücken. An diesem glorreichen 31. Treffen noch eins nach meinem Grund. Hallo, hallo, guten Abend. Wir hatten jetzt vorher einen sehr, sehr high-leveligen, sehr abstrakten Talk vom Ivo, also wer sich die zusammen auf YouTube anguckt, über sehr viele abstrakte Konzepte, die vielleicht existieren. hier haben wir es jetzt heute mit Dingen zu tun, die ganz sicher existieren und ganz furchtbar sind, also großteils. Also mit sehr realen Hardware-Sachen. Und bevor ich anfange, möchte ich so ein bisschen Einleitungsgedönse machen. Okay, da muss ich das noch ersetzen, da unten sollte das noch um was anderes tun. Das muss ich hier noch ersetzen durch. Warum? Also, nicht, also was Formatting Exploits sind, kommt gleich, aber was ist daran so toll? Und warum sind die so mächtig? Also, der Witz ist halt, Formatting Exploits geben einem Arbitrary Code Execution, das heißt, ich kann einem Computer, der so eine Sicherheitslücke hat, dazu zu bringen, dass der alles macht, was ich möchte. Und Arbitrary Code Execution ist halt so das Höchste, was man haben kann. Wenn in dem Moment, wo ich auf einem fremden Computer bin, oder erstmal auf einem fremden, das ist ja dann der böse Fall, ich kann Daten lesen, ich kann Daten ändern, ich kann Daten löschen, und wenn das jetzt ein Computer ist, der noch irgendwie an Hardware verbunden ist, der Türen aufmacht, oder nicht, dann kann ich Türen öffnen. Wenn es ein Computer ist, auf einer US-Drohne, dann kann ich damit Menschen retten oder töten. Also der Punkt ist halt, Computer entscheiden in unserer Realität über sehr, sehr viel. Und wenn man Computer kontrolliert, kontrolliert man sehr, sehr viel. Genau, das ist so diese ganze Semantik und Einbettung, was das tut und wo das hingeht. So, dann die nächste Frage ist, das ist jetzt für mich vor allem, damit ich ungefähr weiß, wie auf mein Publikum gut eingehen kann. Das erste ist, kann sich jeder melden, der so von sich selber glaubt, er kann mittelmäßig gut x86 Assembler? Okay, zwei, gut. Dann kommt auf jeden Fall noch ein kurzer Assembler-Primer später. Also, ich hätte gesagt, ich kann schlecht Assembler. Assembler generell oder x86 lesen und verstehen, also dass du so Pop und Moff und Red Assembler würde ich können. Wow. Aktiv. Aber die nächste verwandte Frage ist, wer hier würde so von sich selber sagen, er hat so verstanden, wie Stack Frames und Calling Conventions funktionieren? Wie macht's Backen? Oder kennt jetzt x86 Linux so C-Deckel, allgemein, das Standardmodell, reicht. Auch 2-3, okay, dann kommt das aber auch nochmal. Gut, okay. Die Serienempfehlung mache ich dann am Ende als gut, dann fangen wir mal an, weil das ja noch ein technischer Vortrag ist, mit Code. Noch eine ganze Frage, welche Fernseher kann ich schauen, um dann zu Es gibt sowas von unserem Inser. Okay. Das ist der macht Security. Aber es ist eine YouTube-Serie. Kann man auch gut zum Essen gucken, tatsächlich. Und der hat eine Serie mit, ich glaube, 10 Videos, 20 Minuten, wo er da richtig schön langsam durchgeht und die Sachen erklärt. Also er erklärt immer noch wirklich, wie man das bauen und macht. Aber bevor Diskussion kommt dann am Ende. Nur ganz kurz, falls es sinnvoll aufgenommen werden soll. Ich glaube, momentan sind die Nebengeräusche schon lauter als der Vortrag. Also inklusive Drucker und so weiter. Und aus dem Markt. Könnte helfen, ja. Also wenn jetzt nicht irgendjemand das noch anschauen will, dann wird er das Ganze jetzt nicht sehr verstanden haben. Okay. Genau, ein Beispiel. Und worum es bei Formatting Exploits geht. Fangen wir mal hier an. Das ist ein kleines T-Programm. Was das tut, ich habe in meiner Main-Funktion habe ich eine lokale Variable,
das ist ein Character Array, also ein String. Dann kopiere ich hier, also das Programm geht davon aus, dass es ein Argument bekommt, das kopiert ist, was auch ein String ist. Diesen String kopiert es in diese lokale Variable. Und dann rufe ich printf auf mit einem einzigen Argument, nämlich diesem Array hier. Und es ist schon sehr nett, mein Emacs sagt hier schon potentially insecure. Das klingt jetzt so mittelschlimm. Und vor allem ist es ja auch nicht rot, es ist orange markiert. Also so kann man ja vielleicht mal machen. Wenn ich mir das jetzt kompiliere, ich mache das jetzt mit Debug-Symbolen, werde ich später noch mit dem DDB dann reingucken. Die Menge von dem Schadenregeln würde Das ist auch noch eine Sicherheitslücke, klar. Ja. Still Copy ist auch noch ganz furchtbar. Ich dachte mir schon, wenn ich schlechten Code schreibe, dann richtig und mit Absicht. Aber das wäre dann für einen weiteren Vortrag, wenn man dann über Stackbuffer Overflows ausmacht. Heute geht es aber nur ums Printf. Ne, aber ob Char, Stern, Stern oder Char, Stern und dann Array von Arcore, das ist egal. Genau, das ist so. Also die Länge ist hier fest vorgegeben. Also das Programm schreit an zwei Stellen danach. Heute kommt diese Stelle dann. Genau, ich habe es jetzt erfolgreich kompiliert, da gab es keine weiteren, da hat sich niemand beschwert. Ich habe jetzt hier schon genug gestern, ja, das ist schön zu machen und aufräumen. Kann man es lesen in der Kamera? Sollen wir größer machen? Größer, ja. Größer. Du darfst auch immer gerne übertreiben und größer machen. Okay, dann machen wir mal. Ja, gönn dir. Echt? Gönn dir, ist einfach. ist das so? Kann man so? Noch mehr? Das wird schon passen. Okay. Das läuft ja dann. Geht schon. Ja, tatsächlich. Also ich hab's überlegt. Das Problem ist, dass diese Shell so viele Terminal-Special-Charakter printet, dass es mit dem in Emacs eingebauten Terminal-Emulator nicht so gut klappt. Und deswegen... Ah, okay. Die Umlaute im Finance sind ja auch eine Sicherheitslücke. Ja, also das ist eigentlich genug, um eine ganze Woche Workshops zu machen. Aber heute mal. Also der Witz ist, der nimmt sich jetzt das, was man den String, den ich jetzt einfach als Parameter gebe, und blendet den wieder. Bei AAA ist das kein großes Problem. Jetzt interessant wird es halt, wenn dieser String, den ich dem printf gebe, so sowas enthält. Also irgendwas mit Prozent. Und Prozent x ist das, was ich normal mache bei printf, um mir hexadezimal den Wert der Variable auszugeben. Und zwar den nächsten, die du mir übergibst. Genau. Und jetzt ist das ja so, wenn wir uns das hier im Code angucken, printf bekommt ja keinen weiteren Parameter. Aber wir haben jetzt hier einen String, der nach weiteren Parametern fragt. Und was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt hier so etwas mache? Also erstmal, bevor ich das mache, was glaubt ihr, was passiert? Wer glaubt, dass das Programm jetzt sagt, das darf man nicht machen, das ist keine Typfehler. Okay, fadet sich keiner, das heißt, ihr seid schon sehr realistisch. Es ist tatsächlich, es passiert das hier. Also ich bekomme hier auf jeden Fall Daten. Ich bekomme hier irgendwas. Was ist das jetzt? Also die naheliegendsten Vermutungen ist jetzt ja, dass diese printf-Funktion, die sucht jetzt nach Variablen da oder nach Parametern da, wo Parameter wären, und übergibt einem einfach das, was da steht, auch wenn das eigentlich gar keine Parameter sind. Und um jetzt ein bisschen besser zu verstehen, wo das sucht und wie das läuft, kommt jetzt etwas über Calling Conventions und Stacks. Und eine Sache noch, printf ist so ein super interessanter Spezialfall, wir könnten mal auch kurz in die Landpage gucken. Hier das printf, das hat hier dieses Punkt, Punkt, Punkt am Ende. Und dieses Punkt, 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 das ist sehr gefährlich. Das heißt nämlich vararks, oder also das ist eine variable Funktion, die eine variable Länge an Parametern bekommt. Und vor allem heißt das im Fall von printf, dass printf eigentlich gar nicht so genau weiß, während es läuft, wie viele Parameter es bekommen hat. Dazu jetzt gleich mehr mit dem hübschen Diagramm, was hier kommt. Okay, das hier
ist ein Diagramm von einem Stack. Ich habe hier oben hohe Adressen und hier unten niedrige Adressen. Also mein Stack wächst hier von oben nach unten. Also das ist eine Skizze vom Arbeitsspeicher. Genau, vielleicht schon, ich hatte sogar ein allgemeines Bild für genau diese Sache. Um grundsätzlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Speicher von einem Programm aussieht, habe ich hier ein Overview-PNG. Das ist grundsätzlich wie unter Linux oder auch unter BSD der Speicher von einem Programm. Ja, warte, das müsste... Plus geht nicht immer. Ups, da hat das eins zu viel. Speicher von einem Programm aussieht. Und normalerweise ordnet Linux die Sachen so an. Also Text ist zum Beispiel, da ist der ganze Programmcode von all meinen Funktionen drin. Data, das sind globale Variablen, die fest sind, also Konstanten, die vorher bekannt sind. BSS ist Platz für... ja, auch statische lokale, ne? Ja. Und dann habe ich jetzt interessant, also das ist auch das, was sich zur Laufzeit ändert, ist mein Stack und mein Heap. Und auf meinem Stack ist es so, jede Funktion hat ihre lokalen Variablen in so einem eigenen Stackframe und der wächst immer mehr nach unten. Also je mehr Funktionen ich aufrufe, wächst der nach unten. Wenn eine Funktion fertig ist, geht er wieder nach oben. Und auf dem Heap ist alles, was ich mir mit malloc alloziere. Also die Vorbedingung hier ist für den Talk, dass Leute C kennen, tatsächlich, weil sonst müsste man viel zu früh anfangen. Und jetzt haben wir hier diesen Stack schon so super allgemein und als nächstes kommt jetzt so ein bisschen detaillierter, wie der aussieht und was da läuft. Und zwar ist das jetzt auch ein Beispiel wirklich, was passiert, wenn ich meinen printf aufrufe, so wie wir das gerade eben hatten. Und ich fange ja an damit, dass ich hier mal Stackframe von meiner Main-Funktion habe, da hat die ihr Zeug drin irgendwas. Dann, wenn ich printf aufrufe, ist das erste, was passiert, dass der Assembler-Code von Main mir die ganzen Parameter auf den Stack drauflegt. Also da legt mir hier jetzt, also den Pointer zu dem Format-String, legt er mir auf den Stack. Was dann als nächstes kommt, ist diese Assembler-Instruktion, die Call macht, die legt mir die Rücksprungadresse einmal auf den Stack. Und dann kommt das Call, also er springt in die printf-Funktion. Die printf legt dann hierhin das erste, was sie tut, das nennt man auch diesen Funktions-, also nicht hübsch. Das sagen wir mal von hinten. In dem Funktionsprolog nennt man das auch, legt die sich hierhin den alten Wert von EBP. Also wir machen jetzt sozusagen 32-Bit. Jein. Das läuft auch bei 64-Bit immer noch so, wenn man VAR-ARC hat. Okay, das heißt, also VAR-ARC-Funktionen, die übergeben nichts im Registern, doch? Nee. Das kann sein, dass das erste und das zweite, aber der Punkt ist, dieser ganze printf-Hack funktioniert ja immer noch sehr schön unter 64-Bit. Das printf auf jeden Fall Sachen auf dem Stack erwartet. Genau, die Frage ist aber trotzdem, kommen, fülle ich erst die Register auf, die normalen Übergaberegister, und schreibe wir dann auf den Stack oder nicht? Also im Allgemeinen funktioniert dieses System 5 ABI schon so, dass er erst RDI, dann RS. Ja, dann 6 Register irgendwie, genau. Dann noch diese R07, 08, 09 oder so, und dann erst der Stack. Genau. Aber die VAR-ARC-Funktionen sind eben so ein Spezialfall. Da schmeißt er alles auf das Stack, ja? Es kann sein, dass er das erste noch übers Register macht, also den Chartpointer, den er erwartet, dass der übers Register geht, aber alles weitere geht auf jeden Fall über den Stack. Ah, okay. Mhm. Und deswegen sucht ihr auch andersrum printf auf den Stack. Ja. Mhm. Was ist EBP? Kommt gleich. Das ist ein besonderes Register. Oh, und ich ist es, muss RBP heißen natürlich. Wir sind ja. Deswegen war gerade meine Frage. Doch gut, dann war die Frage doch sehr berechtigt, ja. Was dann machen wir F-Omit mit Framepointer, dann haben wir es weg. Ja, aber das ist schon wichtig, das zu verstehen. Okay. Da kommen gleich die hübschen Pfeile am Rand. Vorher mache ich noch, genau, das ist das Erste, was jetzt printf gemacht hat. Und dann hat printf hier natürlich noch seine lokalen Variablen. Da machen wir jetzt mal noch eine Mal, die es sich auch auf den Stack legt. Var.
Genau, und jetzt kommen diese Sachen, diese RBP und RSP, und da male ich jetzt erst Pfeile hin und dann erkläre ich, was die tun. Und zwar, das muss ich hier hin, ja. Wow, wundervoll. Ach nö. Das kann man fixen. Ja, voll, das ist halt easy dick. Und jetzt machen wir nochmal einen Pfeil hier. Nein, der muss gleich lang sein. Oh Gott. Ah, wundervoll. Okay. Was diese Pfeile jetzt tun, also das sind beides Register, die existieren die ganze Zeit in meinem Assembler-Code, die kann man auch aktiv wie jedes andere Register verändern. Und die zeigen mir die enthaltenen Adressen. Und zwar zeigen die auf diese Speicheradressen, die ich hier habe. Und die erlauben mir, meinen Stack irgendwie sinnvoll zu verwenden. Und zwar das RSP ist der Stack-Pointer. Das ist der allerunterste Wert. Und das RBP ist, steht für Base-Pointer. Das ist, wo das Stack-Frame von dieser Funktion anfängt. Und es ist so, das werden wir später, wenn wir Assembler-Code uns angucken, noch sehen, dass man das RBP streng genommen gar nicht unbedingt braucht. Also man kann auch Sachen Code so kompilieren, dass er ohne dieses RBP arbeitet. Das ist dieses mit -F auch mit Frames, diese GCC-Option. Aber es gibt es auf jeden Fall und es macht Dinge schon einfacher und klarer strukturiert. Weil oft wird auch, werden auch lokale Variablen oder Dinge auf dem Stack werden relativ zu RBP accessed. Genau. Und das, ich kann noch zwei Sachen noch dazu sagen, falls es jemand interessieren sollte. Also ich meine, es kommt ja so, also ich meine, die ursprüngliche Architektur war der 8086 und der konnte man nicht relativ zu SP, zum Stackpointer-Adressen, indizieren. Mhm. Also es gab nur Speicherzugriff von BP plus Offset. Und so dass sozusagen, ich konnte Sachen auf dem Stack nie über das SP bekommen, sondern musste immer erst ein Register laden, mit dem ich dann sozusagen so ein Load- oder Store-Befehl machen konnte. Deswegen war da BP auf alle Fälle wichtig. Und wenn ich Funktionen wie alloc-a, also alloc-a benutze, dann oder Arrays mit variabler Länge, nach 1099, dann verschiebe ich den Stackpointer um irgendetwas, wo der Compiler nicht mehr weiß, ein Befehl. Und dann brauche ich auch RBP. Ah. Das heißt, wenn ich da mache F und mit Framepointer, wird dann genau diese eine Funktion, die so ein dynamisches Array hat, immer noch. Genau. Ja, ja, genau. Und aber A von Minute, du meinst if random dice. Ja, genau. Ja, aber wir machen ja schon recht viel. Und vielleicht letzte Sache noch dazu. Es gibt sowas wie Caller Safe und Callee Safe Register. Also Callee Safe Register sind die, die beim Rücksprung aus der aufgerufenen Prozedur wieder so sein müssen, wie sie vorher waren. Ja, und BP, der Base Pointer, das ist so ein Callee Safe Register nach Callee Convention. Das heißt, der muss auf alle Fälle beim Return wieder so sein, wie er vorher war. Das heißt, ich sollte noch erklären, warum man das auf den Stack legt. Also natürlich, jetzt im Moment ist mein RBP hier, aber bei Main war ja RBP irgendwo hier oben. Und es ist ja wichtig, wenn ich zurück in Main springe, dass ich meine RBP dann auch wieder richtig habe. Deswegen ist der alte Wert, wird der immer hier gespeichert. Das ist noch, ja. Genau, der könnte jetzt RBP für irgendwas verwenden. Dann muss am Ende nur zurückladen. Genau. Und was jetzt auch noch vielleicht für die Zuhörer noch interessant ist, wer das kam schon ein paar Mal hier durch hatte, ich hatte ja hier das Beispiel, dass das printf seine ganzen Parameter über den Stack übergeben bekommt. Das nennt man C-Deckel. Das ist oft passiert das so, aber wichtig ist auch, es gibt auch dieses System, dass man die Parameter nicht über den Stack übergibt, sondern dass die in bestimmten Registern liegen, wo dann die Callee-Funktion das weiß, dass es da liegt. Und das ist für viele andere Angriffe auch super wichtig, dass man das weiß. Genau. Jetzt, wo wir dieses Bild haben, können wir nochmal zurück zu dem Code, den wir hier haben. So, den Bedarf machen wir mal wieder zu. Kann ich ein bisschen zurückscrollen, was mir hier vorher passiert war. Genau, das hier. So, was ist jetzt hier passiert? Und zwar ist das, ich hatte hier mein printf. Das printf hat den Format-String-Pointer hier gelesen. In dem Format-String waren lauter %x für weitere Parameter. Und das printf dachte dann, ja okay, wenn da ein %x ist, dann muss da ja auch ein Parameter sein, hat da geguckt, wo es suchen würde, nämlich hier oben, also hier und hier und hier.
und habe mir dann einfach Stack-Speicher ausgegeben, der da so drin liegt. Das heißt, ich kann mir damit beliebig viel Speicher angucken, aber halt nur eine bestimmte Speichergegend. Nämlich alles nur über den drüber, wo ich bin. Man kann das jetzt auch mal erstmal so ein bisschen weitermachen, wenn man das ein bisschen... Wieso nach oben? Warum nach unten, genau. Ah, der Stack wächst grundsätzlich bei x86 immer nach unten. Also er fängt an bei einer sehr... Das hatten wir auch... Das ist normalerweise, also bei 10 Deckel rückwärts. Also nur über... Also von rechts nach links tatsächlich. Also du legst auf den Stack, warte, das ist natürlich jetzt hier nicht schön zu sehen, weil es nur ein einziges ist. Ja. Aber normalerweise, wenn jetzt Printf irgendwie 5 Argumente haben würde, würdest du erst Nummer 5, dann Nummer 4, dann Nummer 3, dann Nummer 2 und dann Nummer 1 hinlegen. Okay. Ah, weil Printf dann ausgehend von den APT schauen kann, die halt nur so oben gehen, damit ich überhaupt bei meinem Vorwärts kriegen will, oder? Ja, genau, richtig, genau. Der Teil ist sozusagen fest. Das, was halt am meisten an meinem RDP drauf ist, kein Ausdruck. Ja, genau. Dann weiß ich, was die weiter noch. Wobei, es ist auch nur eine Konvention, das so zu machen. Es gibt, glaube ich, auch irgendeine Microsoft-Konvention, wo es dann von links nach rechts geht. Und wir würden dann bar 8 bezogen. Das geht unter Microsoft Windows einfach nicht. Ja. Also, ja. Nicht unter Windows, aber es ist, glaube ich, da müssen Sie nur da für diese Funktion eine andere Convention verwenden. Okay, klar. Das klingt nach einer Microsoft-Lösung. Aber grundsätzlich, also diese Convention heißt WinAPI und die kann keine Bar-8-Funktion. Ja, gut, aber ich meine, MSVC kann auch immer nur ANSI C und nicht C99 oder so. Also, man könnte ja auch so offensichtlich machen, nämlich die Länge von. Nein! Also klar, der Punkt ist. Ein Byte verlieren. Das ist grundsätzlich so Subtext. Also die Art, wie Bar, Arc oder C funktioniert, das ist grundsätzlich broken. Das ist auch wie so, ich meinte, eigentlich ist das alles sehr frustrierend worüber. Also es ist schon frustrierend. Für Leute, die Programme benutzen, für Angreifer ist das ganz toll. Wundervoll, na gut, aber ich meine, es könnte sein, dass es in einer kleinen inneren Schleife vorkommt, wenn man da. Das ist wichtig. Denn ich meine, es gibt keine Programmierschnörer, die an die Performance von C rankommt. Das muss man auch sagen. Man muss halt nur. Das ist jetzt, das kann man schon leicht zum Glauben so. Nee, also ich habe jetzt diese Sachen zum ersten Mal vertraut. Mich frustriert, dass das fast sich nichts verändert hat. Es haben sich schon Sachen geändert. Es kommt immer mehr Blut dazu. Also das ist tatsächlich so, die Buffer-Overflows sind schwieriger geworden. Wegen ein paar Sachen, die im ASLR. Aber tatsächlich, Printf. Also Formatting-Overflows sind immer noch super mächtig, deswegen habe ich mich auch heute für die entschieden. Das kann ich später vielleicht noch kurz ansprechen, warum die immer noch gefährlich sind. Und die sind auch in Anführungszeichen neuer, also so wirklich wissenschaftlich gecovert, werden gleich Formatting-Exploit erst, ich glaube, seit 95 oder so. Und Perl hatte auch, glaube ich, von 2005 bis 2010 noch was drin, wo man das sehr gut ausnutzen konnte in der Standard-Library. Kommt auch alles später noch. Ja, ich meine, welcher vernünftig erzogene C-Programmierer programmiert Print und dann kommt keine Konstante? Also das wollte ich eigentlich erst alles später bringen, aber wenn jetzt die Frage schon so direkt ist, oft wird halt Printf implizit, also oft hat man Funktionen, die Printf dämpfen. Also bei Perl war es zum Beispiel die Syslog-Funktion, die hat alles, was sie bekommen hat, einfach an Printf übergeben. Nee, aber selbst da schreibt man Anführungsstriche Prozent S String, wenn man nicht ich weiß nicht, bei der Syslog-Funktion war es halt sehr oft so, dass Leute das einfach so benutzt haben und nicht wirklich kapiert haben. Da hat man das auch gemacht. Da gab es noch keine Angreife, da gab es kein Netz und es gab auch früher ein Netz über das harmlos alles. Also bis 90 oder was war das Netz nicht harmlos, bis 98. Ja. Deswegen gibt es auch so Sachen wie NFS, wo einfach jeder Rechner sagen kann, ich bin root. Administrator war 95, da war das noch so, jeder Administrator ist grundsätzlich 100% vertrauenswürdig. Das war so. Das war eine Annahme und das galt aber auch. Ja, aber wir schweifen ab. Gibt noch ein paar frustrierende Dinge. Insofern, weil es stammt aus einer ganz anderen Zeit, das alles. Und wir benutzen das immer noch, weil wir. Und zwar also das Erste, was jetzt relativ naheliegend ist und jetzt kein so großes Ding ist, upsala. Ist, wenn ich mehr Speicher auf einmal auslesen will, dann kann ich natürlich solche Sachen machen wie. Also diese runden Klammern sind das gleiche wie in Bash, das mit dem Dollar. Ah, okay. Klar, und dann mache ich jetzt hier. Das geht kein Dollar drauf. Das ist die Fish, die Friendly Interactive Shell. Das ist auch ein bisschen funktional, ich habe auch richtige Listen und nicht nur so Stimmen. Die Vorträge sind da ordentlich gemacht.
etwas besser, es ist immer noch geschehen. Also ich kann jetzt hier sowas machen, also das ist jetzt, wer Perl nicht kennt, dieser String mal 80 konkateniert es einfach und habe ich 80 mal xxxx und das print schreibt mir das dann alles hier hin und dann ist das der Parameter, den das Format zu dem bekommt und dann bekommt man halt auch mehr Code. Also ich kann mir hier so schön meinen Stack auslesen, ich kann hochgehen bis zu den Environment-Variablen und alles, was ich so bekommen kann. Die Umgebungsvariablen sind auch noch im Stack. Ja, tatsächlich. Also die liegen ganz, ganz oben. Bevor der Stack anfängt, das sind die ganzen Umgebungsvariablen. Also normalerweise kommt den Angriff verkehrt. Hat irgendwie Web.f aufgerufen oder ein abgeleitetes Web.f und die Eingabe direkt eingegeben. Ja. Und dann hast du von außen, ohne das Programm zu ändern, die Möglichkeit, neben den Stack reinzuschauen. Beziehungsweise also zumindest, wenn das Print-F, diese Variable, die das Print-F bekommt, irgendein String ist, der mal vom User kommt. Genau, also wenn als beliebige Eingabe ein Format Stack, dann kannst du ohne das Programm zu ändern, den ganzen Stack des laufenden Programms sehen. Ja. Und noch mehr, also es wird schlimmer und schlimmer mit voranschreitender Zeit. Ganz kurz, das Umgebungsvariablen auf dem Stack liegen, ist das Teil von jetzt der Implementierung von Linux oder was immer, oder ist es irgendwie... Also ich glaube, es ist Unix-weit. Also ich habe ja zu Hause so ein dickes Advanced Programming in der Unix Environment. Und da sind die Diagramme und da ist es auch so. Also per Environment, also die Struktur des Environment auslesen, brauchen auch jetzt zum Beispiel keine dafür überhaupt. Das ist eine gute Frage. Das wäre ja so. Das wäre ja so. Ja. Insbesondere wir können dann sicher sein, dass sich die auch nicht verändern von, also. Also der Punkt ist, wir leben hier in allem, was wir gerade so erzählen und wie ihr das euch in den Köpfen vorstellt, gerade in so einer 2004er Welt. Weil seit 2005 gibt es eine Technologie, die heißt ASLR, Address Space Layout Randomization, die Dinge im Speicher alle ein bisschen zufälliger macht, sodass sie bei jedem Run woanders liegen. Und da werden Dinge schwieriger und da sind die meisten, also viele Stackbuffer-Overflows grundsätzlich unmöglich. Format-Stack-Exploits geht immer noch. Wegen Dingen, die gleich noch kommen. Ja. Ich meine, kennt der Kernel Umgebungsvariablen oder ist das eher nur eine Sache zu einer Shell? Ja. Nein. Kennt der Kernel? Ja. Prozess-Slash. Prozess-Environment. Die Shell hat ihr eigenes Environment. Genau, aber das ist okay. Und zwar, also wir machen immer gleich nicht bei Exec, wo das Environment dann liegt. Also wir müssten uns bei Kernel Richie. Okay, aber wo will der Kernel jetzt in den Stack ran? Nicht Exec. Exec ist keine libc-Funktion, die er macht oder so, ja? Naja, wir sind erstmal schon libc-Funktion. Und zwar möchte ich euch jetzt noch eine nette Sache zeigen. Und zwar jetzt mache ich mal erstmal ganz, ganz viele A's. Also A, muss man wissen, ist in ASCII 41. Und mache jetzt hier ganz viele %X'e. Und was man jetzt hier gleich sieht, ist, hier ganz hinten fängt es an mit 41, 41, 41. Das heißt, wenn ich noch mehr %X nehme, dann werde ich auch mehr 41er. Ja, oder? Ja, so viele waren es gar nicht. Das ist eine 25er, da gibt es ja 160. Ist das, ja, ich mache das wieder. Jetzt ist das 241. Ich frage mich auch, ob ich die 25 da jetzt reingehe. Bis 25 ist, glaube ich, das Prozentzeichen. Ach, das ist, weil Endian ist und solche Dinge und weil er immer gleich ein ganz viel, aber 8 Bytes in einem Ding. Ein Punkt ist auf jeden Fall, worauf ich raus möchte. Ich kann irgendwie auch auf diesen Teil vom Speicher zugreifen oder mir angucken, wo der Format-String selber drin liegt. Was ja auch irgendwie logisch ist. Weil der Format-String ist ja eine lokale Variable von Main, die liegt irgendwo hier drin. Aha. Und wenn das immer weiter hier nach unten liest, das Printf, dann wird es irgendwann den Format-String selber lesen. Das ist schon, also an sich ist es irgendwie erstmal nur witzig, aber nicht weiter schlimm, bis man jetzt anfängt, hier, anstatt das mit %x auszugeben, ich glaube es war irgendwo hier, ein %s zu nehmen. Weil %s heißt, die Adresse, die der Parameter ist, also die A's hier vorne, der String, der an dieser Adresse steht, gib mir den doch bitte aus. Das heißt, ich kann damit beliebigen Speicher lesen. Ich kann dem eine Speicheradresse hier reingeben und dann sagen, %s, zeig mir doch, was an dieser Speicheradresse steht. Und damit komme ich jetzt nicht nur... Du bist zum ersten Null, ja, genau.
Also ich muss es vielleicht öfter machen, ich kann das ja mit Pearl machen. Ja. Ja. Das war auch nur Pearl. Ja. Ja. Pearl C. Also, ich kann jetzt nicht nur alles bis hier hoch lesen, sondern ich kann auch alles nach hier unten lesen. Oder anders, wenn wir jetzt, upsala, wenn wir jetzt uns an dieses Bild von vorher erinnern. Also wie das im Moment da stand, wird jetzt die Adresse, von der dann gelesen wird, diese 4.1. Ja klar, und da würde er dann einfach nur... Was jetzt nichts, was sinnvoll ist. Da würde ein Sektor geben, weil diese Adresse gibt es nicht, das ist Bullshit da zu suchen, da würde das Programm dann... Können wir gleich auch noch probieren. Mhm. Ich will nur noch ein bisschen, das heißt, ich kann jetzt alles hier überall auslesen. Mhm. Und das ist schon mal, das ist noch besser. Vor allem, wenn jetzt der Adressspace randomisiert wäre, könnte ich mir trotzdem mal einfach alles auslesen und angucken. Und würde dann trotzdem grob wegen so ein paar festen Sachen, die halt immer da sind, wissen, was liegt wo. Mhm. Vorausgesetzt, dass das Programm halt ein Programm ist, wo irgendwo eine Weilschleife hat, wo ich das immer wieder machen kann zu einem Laufzeit. Also das ist noch ein bisschen schlimmer, alles zu lesen, wie nur die Hälfte zu lesen. Aber es geht noch. Und jetzt, um das noch ein bisschen... Jetzt gucken wir uns mal die Manpage von Pindep an. Also so ein bisschen wie die Benutzer so ein E-Wahl zur Verfügung zu stellen, oder? Ja. Noch nicht. Also, ja, ich will das spoilern. Und zwar, ich gehe jetzt bei Printf auf eine bestimmte Sache raus. Jedes Programm generiert jetzt eine Liste. Nicht der Modifier, ich will das gerade Ding ganz am Ende. N. Also erstmal hier ein Wort. Witten. The number of characters written so far, okay, doch nicht so schlimm, ja, is auch stored into the integer pointed to by the corresponding argument. Das heißt, das erwartet wieder eine Adresse und dort schreibt er etwas hin. Das heißt, wir können auch an beliebige Stellen im Speicher schreiben. mit Prozent %n. Und wir können auch beliebige Dinge schreiben, wir müssen dann halt nur ihm einen String geben, der halt unendlich viel Bullshit enthält, bis wir die Assembler-Instruktionen mit diesem Bullshit dann in Hex zusammengebastelt haben. Und dann Prozent %n und dann halt am Anfang die richtige Adresse, die das Prozent %n dann erwartet. Und das geht und das machen Leute. Also es gibt einen bekannten Exploit für XIM, für den Mail-Server XIM, weil der hatte das. Der hatte so ein, also das noch, also diese ganzen Sachen gehen auch genauso gut bei ScanF. Weil ScanF natürlich auch Format-Strings bekommt. Und der hat die E-Mail-Adressen vom Absender, hat er einfach 1:1 so in ScanF reingeschmissen, an irgendeiner Stelle. Und dann konnte man halt auch solche Sachen machen und man konnte dann, wenn man eine E-Mail mit der richtigen Absender-Adresse schreibt, sozusagen, konnte man dann beliebig im Speicher vom Excel schreiben. Also das ist Vogelwild, dass sowas geht. Ich weiß auch nicht, was das sinnvolle Anwendungszweck ist. Nee, hat schon sinnvolle Anwendungszweck. Angenommen, du willst irgendwie mit binär, also willst irgendwie Daten nicht binär serialisieren. Und du willst mit F verwenden, weil du nicht das Rad ganz neu finden willst. Dann ist es dann vielleicht so, dass dein Binärformat, in dem du irgendwas serialisieren willst, danach auch noch einen Platzhalter braucht, für wie viele Zeichen irgendwas jetzt lang war. Das willst du nicht nochmals neu berechnen oder sowas, sondern du willst ja das Prozent ändern. Nee, aber wenn ich eine Floating-Point-Zahl ausgebe, dann habe ich zum Beispiel den Fall. Ja, ah ja. Oder eine Integer-Zahl. Also ganz egal, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Stellen ich brauche, wenn ich eine Tabelle machen will. Das ist ja schon sinnvoll. Ja. Also ich meine, es ist nur nicht sinnvoll, den Print-F-Befehl zu nehmen mit einem variablen R-Format-Argument. Ja. Ich meine, das ist halt kurz und nicht Teil der Eingabe. Aber, ja. Um noch zu zeigen, weil er vorher gefragt hatte, was passiert, wenn man das jetzt hier macht. Also hier würde er jetzt versuchen, zu AAA zu springen, AAA auszulesen, wegen, also hier hatten wir das Prozess. Und da darf er nicht zugreifen, weil das ist irgendwo ungemappter Speicher und deswegen werfe das nicht. Also man muss sich hier schon mehr Mühe geben, man muss hier eine sinnvolle Adresse hinschreiben und nicht einfach Bullshit. Aber dieses Prozent %n, da muss ich aber trotzdem den Speicher vor eine Adresse finden, wo eine Adresse drinsteht, die ich auch beschreiben möchte. Ja, genau. Also es ist auch schwieriger mit ASLR jetzt zum Beispiel, aber was man dann halt machen würde, man würde sich erstmal, also mit dem X nicht sehr viel ausgeben und dann auch mit dem Prozent S, dass man einen groben Überblick hat, wo was ist und sobald man mal
die relevanten Dinge gefunden hat, weiß man ja auch, wo jetzt gerade das RSP ist, wo man selber ist. Weil ein paar Dinge sind, bleiben immer fest. Zum Beispiel der Aufbau von Libraries in sich ist ja immer fest. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, wo man ist und wo man hin möchte. Also das ist tatsächlich was, das möchte man dann transkripten, da möchte man dann eine Skriptsprache seines Vertrauens haben, die einem dann das einmal schön durchrattert, dann da das anguckt. Sowas gibt es auch, soweit ich weiß. Also es ist nicht völlig trivial, aber es geht. Also noch hier wird er jetzt natürlich versuchen, irgendwo was hinzuschreiben, das wird auch nicht funktionieren, genau, hat auch gesagt, sehr faul. Es ist so, ich habe das gestern Abend sogar noch probiert, erstmal nur mit dem %s mir Sachen anzugucken, im GDB. Und es ist tatsächlich nicht so völlig trivial, weil vor allem, das kann ich noch schnell zeigen, wo haben wir es hier? Es gibt da ein sehr schönes Beispiel. Also hier erklären die das einem schön durch und die gehen dann auch wirklich weiter. Das Ding ist nur, die haben alles halt mit 32 Bit gemacht. Das ist super klein, alle geht sogar. Und es ist irgendwie, es ist für 64 Bit schon wieder ein bisschen anders, das Alignment ist anders. Dieser AAA liegt an ein bisschen anderer Stelle, also es ist schon ein bisschen gewurstelt noch. Und je nachdem, wie die Zeit aussieht, können wir durchaus noch jetzt mal mit dem GDB noch in das Programm reingehen, uns auch angucken, wie sieht der Speicher, wie sieht der Stack aus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber zum einen müssen wir gucken wegen der Zeit und zum anderen ist es so, also um das wirklich zu nutzen, muss man schon mal ein Wochenende rumwurschteln. Und das ist dann wahrscheinlich auch tatsächlich wieder auf jeder Plattform ein bisschen anders. Auf ARM ist das Alignment da wieder anders und das schreiben sie auch hier irgendwo. Also das mit den Adressen dann richtig hinzubringen, ist schon auch getriebelt, tatsächlich. Genau. Ja, ich hätte eine Laienfrage. Ja. Und zwar, wenn du jetzt gerade mal auf das andere Fenster zurückspringen kannst. Welche? In die Scheibe. Das andere. Ja. Und dann noch ein bisschen hochscrollst. Ich glaube, die oberste Zeile, wenn die vollständig zu sehen wäre. Ja. Genau, das wird schon reichen. So, jetzt stellt sich mir nur die Frage, ich versuche einfach so ein bisschen zu verfolgen alles. Ja? Ist das, was du da jetzt oben angesprochen hast, ist das jetzt schon der konkrete Speicher, den du überschrieben hast, oder ist das im Prinzip eine Adresse, die du für dich benannt hast, die du jetzt anschreiben oder überschreiben könntest im Speicher? Also das, was du da jetzt im Prinzip ausgegeben hast. Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz richtig verstanden habe, aber ich werde mal etwas sagen, was ich glaube, was deine Frage, was das, was ich glaube, was die Frage ist, beantwortet. Der Punkt ist dieser String, den ich hier in dem Programm gebe, der muss ja auch irgendwo im Speicher liegen. Mhm. Und zwar liegt der im Speicher von der Main-Funktion. Mhm. Das ist nämlich das hier, dieser Format-String. Hier. Und was ich jetzt dann, was ich hier mit den ganzen %xen hier mache, ist, dass ich mir einfach den Speicher ausgebe und ich gehe halt immer weiter zurück und ich gehe dann so weit, dass ich mir diese ganzen A's hier oben, das sind die 41s hier, mhm, dass ich mir die auch anzeige. Also ich kann mir jetzt erstmal diesen String selber sehen, dass der da ist und dass ich den lesen kann. Mhm. Das ist der erste Schritt und das ist halt schon cool. Und der zweite Schritt war dann, dass ich diesen String auch benutze. Mhm. Und zwar benutze ich ihn als Input für mein %s. Das %s sucht ja nach einem Parameter, der eine Adresse ist. Mhm. Und ich sage, ich tue mein %s so positionieren, dass das, was es denkt, was der Parameter ist, ist eigentlich der Anfang von dem String hier, der links von dem vorherigen liegt. Okay. Und damit, dadurch, dass das hier ein Stück Speicher ist, das ich kontrollieren kann, der Anfang vom String, kann ich dann den Input für das %s kontrollieren und dadurch kann ich das, was %s macht, wo es hingeht, kontrollieren. Okay. Und vor allem genau das gleiche gilt dann auch für das %n. Okay. Wir können jetzt nicht natürlich beschließen, wenn du mal ganz so auf das Programm gehst und dann schreibst du da einfach static vor char, vor my string. Genau, einfach static davor schreiben. Aha. Dann landet das nämlich im BSS-Segment. Aha. Und ist nicht mehr im Stack. Ja, ja. Wieso hier ist ein Copy-Bild?
Achso, nee, 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 nein, nein, nein. Probier's mal aus, es sollte jetzt funktionieren. Du müsstest also nie auf das AV zugreifen. Es würde immer noch gehen. Weil. Ja. Ich habe ja noch ein AV1 liegen gestrichen. Wer ist es, weil die initialisiert ist? Genau, wo lag das im Vergleich zum. Unten. Unten. Ja, das passt schon. Aber das der Ding ist, ich habe ja immer noch den ganzen Ding in AV1 liegen. Ah, ja, okay. AV1 ist. Ich muss dann zwar viele, viele, viele Prozent X machen. Ja, okay. Aber das geht, das habe ich schon mal. Also, ist es ein Burns auch noch eine Zahl hinter der. Ja, okay, gut. Okay, das war es ein schlechter Fix von mir. Ja. Es ist halt tatsächlich systemisch. So ein Main-Server kriegt das nicht über AV, der kriegt das über den Namen ein. Da war es so, der hat das halt einfach gelesen. Ja, ich auch so Scanf, Scanf von Finance halt, glaube ich. Oder ja. Scanf. Ja. 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 So, an C ist fast alles kaputt. Das ist jetzt sehr so, so extrem. Ja, das war der Kopfquatsch, das was mich von der größten Zone geschickt hat, was jetzt ML von der Working Program. Larry hat da so eine Einführung, wo er dann so eine Vision darlegt, 1992, dass wir nie wieder C programmieren und dass wir genau wissen, was die Programme bedeuten. Apropos, stimmt, wir können jetzt, nachdem ich das technisch so schön ausgelegt habe, ich habe sogar zu genau diesem Thema, wo ist es denn, habe ich sogar einen Hook in meinem Org-Mode. Nämlich, was kann man dagegen tun? Ja. Und dann ist tatsächlich ein Gedanke, ist halt aufhören, C zu verwenden, aber das, das ist halt. Also, das haben schon vor 20 Jahren haben das schon Akademiker vorgeschlagen. Und also ich habe das gemacht. 92 habe ich auch gemacht. Dann bist du da einer der Tapferen und Wackeren, der das schon gemacht hat. Genau. Also der Punkt ist. Es schlagen das heute Leute vor und in 20 und auch noch in 30 Jahren werden Leute immer noch C programmieren. Das ist halt so, ja, so wie mit dem Querz-Layout und so wie mit dem Berkeley-Socket-Interface. Diese Dinge sind so tief in der menschlichen Kultur verwurzelt, das bekommt man nicht mehr los. Aber genau, es gibt das Rust-Argument. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen Schutz vor Rust schaffen. Also ich glaube schon, dass es besser wird tatsächlich. Also auch diese Sachen sind ja zum einen dadurch besser geworden, dass es ASLR gibt, was auch noch kommt, glaube ich, ja. Zum anderen sind sie dadurch besser geworden, dass Leute jetzt nicht mehr ganz so schlimme, so dumme Sachen tun. Also wirklich Sachen direkt in Printf reinschmeißen, machen Leute selten schlicht und einfach, weil der Compiler wartet. Also es wird schon besser alles, aber ich glaube so wirklich ganz los, das ja, dauert noch. Aber man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, bei diesem Argument, zum Beispiel Rust oder so etwas. Ja. Deswegen ist es sehr gefährlich. Also erstens, man kommt natürlich mit WAll und WError schon ziemlich weit, weil der GCC, das hat man nicht mehr kompiliert, wenn man sowas schreibt. Ja. Aber die Gefahr ist dann, dass man dann denkt, das Ding ist sicher, ja. Aber man baut andere subtile Fehler ein. Ja. Und die kann ich natürlich, die mache ich in jeder vollständig Programmiersprache. Ja. Mhm. Und also ich meine, die Frage ist, wie weit muss der Angreifer gehen, bis man dahin kommt. Mhm. Ja, also... Ich meine, das Problem hier ist ja nicht unbedingt nur das C, sondern das Problem ist hier sogar die Standardfunktion printf. Ja. Ich meine, es gibt ja schon andere Standardfunktionen, die sind inzwischen deprecated. Also ganz, die sind ja aus dem Standard rausgeworfen worden, weil die einfach... ja. Also ich meine, jetzt, genau, jetzt geht gar nicht. Never use this function, das finde ich sehr okay. Großartig. Weil, ich meine, die Funktion liest was... Das ist ein Fortschritt. Genau. Und ich meine, ich möchte dazu aber noch was sagen. Ich denke, das kann ich durchaus öffentlich sagen, wo ist meine Tasche. Es gibt ein C-Buch von einem... Helmut, ich habe den Nachnamen jetzt vergessen. Ernst. Und das ist in der auf. 22. Sag mal auf hier. Helmut Ehrenkötter. Okay. Und das ist gerade in der 22. Auflage 2015. Und da sind halt auch alle Beispiele mit GetS eiskalt. Also das. Und was ich sehr lustig fand, weil der hatte im Vorwort steht irgendwo, dass er auch ein Buch über C-Bibliotheksfunktion sicher benutzen geschrieben hat. Und ich frage mich, wie das zusammenpasst. Oder was der dann mit sicher benutzen meint. Aber, also mit Get C und Put C alles selber bauen. Ja, Put S ist okay, aber Get S. Ja, ja. Weil Put S hat ja der Angreifer keine Kontrolle über den String. Aber Get S ist halt gefährlich. Und das Get S ist halt eine Einladung. Ja. Und nee, ich meine, zum Beispiel sozusagen typische so Printf-ähnliche Möglichkeiten, wenn man so diese SQL-Injection hat. Und ich meine, dafür kann das C nichts, dafür könnte Rust auch nichts und Haskell auch nicht, ML auch nicht. Wenn eine Bibliothek da eingebunden ist, ja, die Strings akzeptiert und ein mehr oder minder vollständiges Eval drüber jagt. Ja. Aber in Haskell würdest du einen typisierten Term, also typisierten, also nicht ein Typ, wenn für SQL ausdrücke. Das, also ich nur bis zum letzten Punkt. Irgendwann wird es da nicht mehr passieren, weil
dann müsstest du den Typ für einen. Also, ich meine, erst. Also, warum? Weil SQL-Injection ist auch in C nicht nötig. Weil du kannst einen SQL-Term auch anders zusammenbauen. Mhm. Nur Leute sind faul und machen das nicht. Also, wie leicht. Und irgendwann haben die Leute in Haskell auch kein Problem mehr, keine Lust mehr, irgendwie den Typ da zusammenzubauen. Naja, also die Frage ist, wie leicht ist es, richtig zu arbeiten? Ja, aber. Und das kann man schon machen auf so Mittelwegen. Also ich habe das kürzlich in Scala gemacht, das könnte man später sicheren Code schreiben. Wie leicht ist das? Ich glaube, das war der nächste Punkt. Das hat das kommt gleich LOL, ja. Also das tun halt Leute nicht. Beweis. Kompletten Beweis. Und das dann über Compsat laufen lassen und so weiter. Das ist halt selten. Also das Ganze wird natürlich schon besser, dadurch, dass wir halt mittlerweile bessere Compiler und bessere IDEs haben, die dann Dinge gut unterbringen. Und man muss dann wirklich aktiv das ignorieren und nicht mehr aktiv es richtig machen. Also sozusagen der Standardfall wird verschoben. Aber also das hilft tatsächlich gegen Formatting Vulnerabilities, helfen solche IDEs und Compiler super. Aber es gibt natürlich immer noch eine ganze Kategorie von Sicherheitslücken, also einfach Logikfehler, die man damit nicht löst. Also das ist wie vorher, es wird besser, aber so ganz lösen, naja, das dauert noch. Ja. Dann, ja? Das ist ganz klar, könnte man nicht einfach die Implementierung von Printf ändern? Ich meine, im folgenden Sinne... Hast du schon mal etwas von dem Begriff Backward-Compatibility gehört? Ja, nee, genau, aber ich meine nicht Spezifikation davon, das wird ja auch spezifiziert sein im Standard, ja. Aber ich meine wirklich die Implementierung ändern, ja. Sodass es nicht passieren kann. Nee, wie will, also... Woher weißt du denn etwas, das nicht gerade legitim hat? Also ich meine, also eine Sache kann der Compiler machen, ja. Weil der hat ja statisches Wissen über die Anzahl an Argumenten. Ja, an anderen Stellen, ja. Aber die vergibt er nicht der Funktion. Genau. Dieses Punkt, Punkt, Punkt in der Aufrufkonvention steht nicht drin, dass er die Anzahl der Parameter übergibt. Ja. Weil die auch eigentlich nicht nötig ist, weil man die da vorne einen Format-String ablesen kann. Ja, aus der Semantik des Ganzen. Ja, aber du willst die Calling Conventions ändern, habe ich das richtig verstanden. Also das wäre eine Möglichkeit. Ja. Aber eine andere Möglichkeit, die ich schon auch sehe, ist, dass einfach der Compiler sich explizit um Printf kümmert. Ja. Dafür speziell Logik eingebaut hat, die sagt, hier muss ich analysieren, wie viele Argumente hat die Funktion und dann Code kompiliert, der abhängt von der Anzahl der Argumente, die die Funktion ist. Das frustrierende ist, das gab es ja, das war in Pascal, glaube ich, so, oder? Damals. Und dann haben die 10 Leute gesagt, wir brauchen das nicht, wir machen das in der Library. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich dynamisch linke, kann ich oben Printf da reingehen. Ja, genau. Das müsste statisch, ja. Das geht. So, was gibt es da noch? Also, ja, ich kann einen Code schreiben, also 2009 hat der Gavin Klein das LV Verified fertiggestellt mit einem langen Katalog, was alles, das müsste man mal vergleichen. Ich bin auch kein so C-Hacker, das haben die als einen großen Erfolg verglichen, wo das für den Kern halt alles durchgewiesen wurde. Also eine riesenlange Sache von Eigenschaften und diese einfachen Angriffe sind da, glaube ich, alle ausgeschlossen. Das müsste man mal anschauen, was auf der langen Liste steht. Also wahrscheinlich tatsächlich speziell jetzt für den Fall, also für dieses Topic heute eigentlich, Format-String-Exploits ist es wahrscheinlich tatsächlich sogar realistisch oder nicht so schwer, das hinzukriegen. Wie heißt das denn? Das ist LV-Verified. L4 ist dieser Kern vom Mikrokern, L4-Verified. 2009 war das fertig, aber es läuft noch so ein bisschen weiter. Sie sind dann später auf Drohnen-Software irgendwie eingestiegen. Also das, ich weiß nicht genau, wie weit dieses Projekt gegangen ist. Ich muss überlegen. Wann ist Indra? Wann ist Sangam? 20:45 dort sein. Und Viertelstunde fahren? Also halb. Nein. Ich überlege, Viertelstunde fahren, dein Ding ist eine halbe Stunde. Das heißt, ich kann auch noch was über Assembler erzählen, tatsächlich. Ja. Wir wollen ja die Gags dann alle noch. Anderes Gag, was kommt da raus? Ah ja, das ist kein Gag, das ist tatsächlich sogar ernst, oder ist es? Ich weiß es selber nicht mehr, das ist dann anders. Ah ja, das ist eine Idee, die ist halbwegs ernst gemeint. Und zwar, ich dachte mir, das ist ja eigentlich nicht schön, dass ich habe Daten und ich habe so Control-Flow-spezifische Sachen wie die Return-Adresse und dieses RBP, dass das alles auf dem gleichen Stack ist. Es wäre ja eine nette Idee, wenn meine CPU so funktioniert, dass die Return-Adressen, dass es ein eigenes Stack gibt, nur für Return-Adressen, auf den ich auch als User nie Zugriff habe, wo ich nicht Sachen überschreiben kann und und. Ja. Das ist so eine Idee, die ich hatte. Ich habe keine Ahnung, ob die Idee schon irgendjemand anders hatte. Forth. Ah, okay. Nein, also ich meine, das ist das Prinzip von. Nein, Forth hat sozusagen zwei Stacks. Einmal für. Ah, ja, genau. Genau, weil mein Postgres wahrscheinlich auch, oder? Ist nicht die Harvard-Architektur auch so getrennt, dass es gar nicht möglich ist, irgendwie Code anzuschleusen? Lass mich kurz nochmal.
Kann man dann Harvard? Harvard hast du grundsätzlich Instruktionen und Daten. Ja. Nee, weil du könntest ja auch auf einer Harvard-Architektur deinen Stack halt im Datenteil haben und dort auch Return-Adressen, die auf das Anfang sind. Das wäre vielleicht gegen den Spirit von der Harvard-Architektur. Ja, aber Harvard-Architektur löst das Problem nicht, es macht es nur unwahrscheinlich, dass man auf so eine dumme Idee kommt. Oder? Genau, also ja, das ist halt, also ich glaube, der Grund, warum es nie passieren wird, ist, weil x86 halt backward-kompatibel bis zum Erbrechen ist. Ist das so? Also ich meine, das war die Calling Convention, die kann ich doch ändern. Wir müssen auch über 64. Achso, ein zweiter Aspekt ist auch nur, ist auch eine Calling Convention, das stimmt. Genau, ich meine, ich habe bloß irgendein anderes, ich meine, ich verschwende ein Register. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Das heißt, ich muss den Punkt löschen, weil das hat ja nichts mit der Hardware spezifisch zu tun. Nee, also ich meine, es ist insofern Hardware spezifisch, aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist ja auch noch in Ordnung, dass die modernen Prozessoren, die merken sich, die haben intern recorden die sozusagen ihren Stack. Das ist das Shadow-Stack, ja. Nee, das heißt, nicht den Stack, sondern nur die Rücksprungadressen. Also jedes Call, da erwartet den Return, weil dann nicht das Return sehr schnell geht, weil das Instruction Prefetching dann schon funktioniert. Aha. Also, was schlecht ist, ist, einen Call zu machen und einen Jump zurück. Ja. Weil er dann beim nächsten Red kriegt, hat er irgendeinen anderen Wert auf dem Stack liegen, den er nicht erwartet hat. Ja. Und dann muss er anhalten und neu die Instruktion reinladen. Also das ist sozusagen, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist sozusagen, die Prozessoren sind halt schon so gebaut, dass sozusagen C-Code schnell läuft, ja? Ja, deswegen ist dann eben C die schnellste Runde gestorben, weil es so scheiße gebaut ist. Bei x64 gibt es doch auch verschiedene Änderungen in dem Ganzen, oder? Ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren mal doch kurz durchgebraust. Also es ist eine kleine, geringfügige Verbesserung, aber es ist trotzdem zum Erbrechen wahrscheinlich. Ja, es gibt auch Long Mode, in dem sie, glaube ich, wirklich ein paar Sachen rausgeschmissen haben. Aber ja, tatsächlich das kommt weg. Über ASLR hatte ich jetzt schon so ein paar Mal erwähnt. Muss ich eigentlich nicht mehr viel erzählen, steht hier noch irgendwas? Ach ja, wie man dann gegen ASLR was machen kann. Also es gibt natürlich auch schon wieder eine ganze Menge von Gegenmaßnahmen für ASLR. Und tatsächlich ist eine der Standard-Gegenmaßnahmen ein Format-Streaming-Exploit suchen, wo man sich dann alles angucken kann. Die IDE müsste printf runterbringen und müsste es rausschmeißen. Ja, also vor allem halt. Also das tut ja sogar schon mein Emacs, weil Emacs mit GCC redet. Wobei dann ist halt so dieses Ding, ich bin mir jetzt zu 1000% sicher, wenn ich jetzt hier irgendwie so eine Funktion... Das wird sich schon frustriert. Ich habe vor 25 Jahren aufgehört, printf zu verwenden. Das hat nichts geholfen. Ja doch, also, das ist ja schon der Fehler. Ah, jetzt hat er wieder Emacs-Ding für uns. Naja, also ihr wisst aber, worauf ich jetzt wahrscheinlich raus will. Nein. Jetzt beschwert sich jetzt hier. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn ich jetzt hier selber aufrufe? Ah ja, ich will das natürlich hier noch. Ja, ich habe keine Prinzip verwenden, bevor du sie nicht erinnerst. Ja, Ingo, nicht zu viel Tempo-Test verwenden. Ja, genau. aber das ist, wenn jetzt das hier halt in irgendeiner Library ist, die halt printf kapselt und der Mensch halt einfach alle Warnings aus hat und grundsätzlich keinen Fick gibt. Ja. Hier oben habe ich kein Warning. Ja. Aber muss, ich meine, also, ist etwas besser. Ich meine, wenn ich jetzt sozusagen es korrekt machen würde, würde ich ja machen, da unten noch Anführungsstriche, Prozent S, Anführungsstriche, selbst wenn ich mich jetzt nicht kenne. Ja. Aber ich meine, das ist immerhin stark typisiert vom CC. Also wenn ich jetzt mich statt Format String würde ich jetzt einen Integer hinten dranhängen, dann wird er meckern. Ja. Aha. Also es ist sozusagen, also solange man sich an die Regel hält, vorne kommt eine String-Konstante rein. Ja, weil dieses Ding mit PHP wäre es noch schlimmer. Das ist nichts, wo ich mich jetzt wirklich gut fühle. Wie gesagt, ein Programm sollte auch rekompilieren, wenn man jede Warning als Error ausgibt. Achso, ja. Und dann, das wird jetzt hier natürlich nicht. Also es beschwert sich sogar weh, wenn ich ARC nicht benutze, was natürlich wirklich schlimm ist. Und es beschwert sich halt deswegen, was schon schlimm ist. Nee, aber ARC ist auch klar, was ich beschwert, weil nicht ARC-V1 da steht. Ha. Aber auch wenn ich ARC-V1 nicht benutze... Dann kann ich Void schreiben oben. Dann ist okay. Aber ich meine, offensichtlich
Also du meinst, in dem Moment, wo ich 1 benutze, muss ich auch den Count benutzen. Es ist doch irgendwie sinnvoll. Ja, ARC V0 könnt ihr mal probieren, was er mit ARC V0 macht. ARC V0 ist der Programmname, das ist zumindest bei Unix wird er übergeben. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht. Ja, der beschwert sich auch. Also das ist nichts ARC V-spezifisches. Das ist einfach immer das C. Okay, wenn man das, rausnimmt, den Befehl? Das, die Variable, die meinst du? Die ganze Zeile. Die ganze Zeile rausnimmt? Doppel D. Warte. Ah. Okay, jetzt kann ich die Void umschreiben, ja? Ja, genau. Dann passt es, okay. Aber mein Ding ist, er beschwert sich halt allgemein wegen den Unused Variable und nicht, weil es irgendwas ARC-V-spezifisches ist, wo er Semantik versteht oder so. Okay, hätte er sein können. Ja. Ja. Was wollte ich tun? Genau, wir haben vom Zeitplan noch eine Viertelstunde. Dann würde ich sagen, Debugging-Zeit und ein bisschen uns genauer angucken, was noch so da passiert. Welches Paket ist es eigentlich, was, wo der GCC im Hintergrund laufen ist? Ich habe keine Ahnung, das macht SpaceMax alles. SpaceMax hat einen riesigen Rattenschwanz an irgendwie 50 Paketen und ganz viel okay. Und macht das einfach irgendwie. Ja, das passt. Sieht man doch alles noch schön? Ja. Genau, ich habe. Und was ich jetzt tun möchte, ich sage erstmal, er soll mal einen Breakpoint bei Main machen. Also für alle, ich denke, Debugger kennt jeder, oder? So wie der ganze Vortrag konzipiert ist. Das Requirement ist, dass Leute C kennen, dann muss ich nicht debuggern. Man verwendet immer noch DBG. Ja, natürlich. Da gibt es nichts Besseres. Es gibt den von LLVM, aber der ist auch nicht besser. Also, es gibt halt verschiedene Frontends und ich bin mit keinem wirklich glücklich. Und ich benutze das in Emacs auch mehr aus Überzeugung als aus, weil es wirklich gut ist. Also es ist manchmal sehr gut und manchmal tut es völlig absurde Dinge. Ich meine, Linux Torvalds ist ja gegen Debugger. Ich weiß. Weil da die Programmierer verweichlicht werden. Aber Linux Torvalds ist auch gegen Zero-Copy-Networking. Linux Torvalds ist halt manchmal komisch. Und der ist genauso alt wie ich und zu unserer Zeit gab es keine Debugger. Ja, es gab es halt nicht. Also es gab schon wieder ganz exotischen Systeme, die man nicht hatte. Und da hast du halt die Programme so lange angeschaut, bis es richtig war. Aber das ist bei C relativ schwierig. Ja. Konnte man das machen. Also das habe ich früher wirklich so gemacht, dass ich das Programm einen Tag lang angeschaut habe. Bei MS hat es auch alle, klar. Ja. Aber ich meine, den GDB, der lässt sich noch ins Team programmieren. Ja, den lässt man. Also das ist auch sicher nur eine Konfigurationssache, weil das jetzt halt wieder so ein Spezialding ist, was SpaceX macht. Man kann sogar, nicht in IDIS kann man in Emacs, aber man kann Python oder Guides Game Code einbetten ins Object File. So dass, wenn man den GDB aufruft, kann er darauf zugreifen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt halt irgendeine spezielle Struktur habe, oder keine Ahnung, Baumstruktur oder irgendwas, und ich mache da oben Print beim GDB, dann kennt er das. Eigentlich schon nice. Ach so, also wenn ich selber ein Open Source Projekt hätte und ich möchte das GDB-friendly machen. Ja, genau. Das ist schon ziemlich geil, zumal, wie gesagt, zumal es auch ins Team geht. Ja, also das ist auch tatsächlich so. Also es gibt verschiedene Frontends, ich bin mit keinem ganz happy, aber man müsste sich aber noch ein GDB-Frontend mal ein bisschen dem Zeit geben und das sich hinkonfigurieren, dann ist es schon toll. Und ich glaube, also zu diesem Ding gibt es nichts Besseres wie GDB. Also von der Funktionalität kann ja GDB alles, was man will. Es ist jetzt ja nicht so, dass es irgendwas gibt, was ich von einem Debugger gerne hätte, was GDB nicht kann. Alte Orakel. Ja, okay. Und also das Einzige, was mir noch einfällt, was es halt gibt, es gibt ja IDA Pro. Und für manche Sachen ist IDA Pro natürlich netter. Also wenn man sehr low-levelige Sachen macht, dann ist es ja so, dass IDA Pro GDB im Backend verwendet und aber auch eigene Sachen macht. Und das ist dann vielleicht cooler, weil IDA Pro kostet halt auch irgendwie 3000 Euro oder so. Und, okay. Genau, ich hatte irgendeinen Plan. Genau, jetzt sind wir hier im Moment bei der Main. Und ich möchte ja noch ein bisschen weitergehen. Oder nee, bevor ich jetzt weitergehe, ich möchte mir erstmal den Assembler-Code anschauen. Das geht in GDB mit dem Befehl thisAsMain und dann sagt er irgendwas Komisches. Also es geht auch mit, das ist glaube ich, weil manche Sachen möchte er, dass man über Emacs gibt und nicht über Kommando. Und wenn ich jetzt dann hier ein GDB Frame Registers mache, dann passiert nichts. Nein, ich wollte schon Registers machen. Aber da ist ja klar was. Ja, ist das was falsch? Ich wollte natürlich Disassembly machen, aber ich kann
heißt E-Max. Das geht jetzt nicht, der Bad Chase Objekt. Genau, das ist nämlich der Grund, warum ich das E-Max Frontend auch nicht mag. Ja, aber GDB hat doch ein schönes Frontend Terminal. Welches? GDB einfach. Okay, dann machen wir. Das ist halt nicht bunt. Also E-Max ist, wenn er funktioniert. Also wenn ich E-Max funktioniert, dann muss das ist halt auch ein Bund. Also, als wir bei Jungen frisch waren, war das auch noch nicht bunt. Ich hatte den Grünmonitor gehabt. Ich hab schon schwarz-weiß einen Pixelmonitor. Aber. Kacke, das Grafik. Ich bin schon enttäuscht, dass in den letzten 25 Jahren so wenig passiert ist. Also, vielleicht gibt es irgendwas ganz Hübsches unter Mac. Ich weiß es ja nicht. Aber. Wie ist das? Wir sehen doch nicht so Leute bei Oh, vor allem, der hat das jetzt mit der Katze-Funktion gemacht. Das wollte ich ja ursprünglich gar nicht. Hat er das nochmal kompiliert im Background? Ne, Source-File ist more recent than executable, ist nicht gut. Ah, das heißt, ich. Ich würde es nochmal neu kompilieren, sonst kommt er mit der Reihe mal nicht. Ja. Safe? Ah, stimmt, das könnte Dinge, warum es nicht gut war. Ja. Was soll? So, lala. Das macht nochmal. Okay. Das sind alles Tools, die man heutzutage noch so verwendet, wie du es dir zeigst. Ja, also ich habe tatsächlich ein Buch, aus dem ich diese ganzen Sachen habe, das heißt The Art of Exploitation. Und das, da machen die das auch alle so. Also da macht er das auch so, der Autor. Das ist von, ich glaube, 5 Jahre alt oder 4 oder 5 Jahre. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es da so viel anderes gibt. Das gibt, glaube ich, irgendwie ein Webinterface. Ich meine, es ist ja auch schon ein großes Tool, oder? Ja, das ist der Vorteil tatsächlich. Es ist auch ja, also ich habe es auch anders. Ich habe mal kurz probiert, das mit Qt Creator, so als Frontend von GDB, aber das war irgendwie auch kacke. Also nee, aber wie gesagt, der große Vorteil, man kann das skripten. Ja. Also wie gesagt, man kann halt in seinem eigenen Programm die Datei kann man halt dann noch hoch reinlegen. Ja. Also genau, run heißt, ich führe das Programm aus mit folgenden Parametern. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, da habe ich auch schon mal gesehen. Das ist sogar lustig, wenn er hier jetzt inline über die Fischfabrik muss ich auch wieder die runden Klammern nehmen. Ah, okay. Das ist einfach nur um alle zu stellen. An sich ist das eine coole Shell. In der Umgebungsfrage mit Shell. Es ist aber jetzt, ist das nur zur Illustration, wenn ich einen Exploit habe, also muss es ja lokal zugreifen können, jedes Programm, oder? Also der Punkt ist, hier bekommt das Programm den String ja über die Parameter. Das geht natürlich nur lokal, weil das muss ich ja starten können. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wie das bei dem Excel, wie ich es vorher hatte, da holt er sich diesen String nicht über die Parameter, ja, sondern da liest er ihn ein. Man kann es mal ein bisschen anders. Also, dieses Testbuch kann ich natürlich nur verwenden lokal. Aber ich kann mir ein Excel runterladen. Da haben wir alles Spaß. Genau. Da merke ich mir, okay, genau mit diesem. Das ist dein Labor, um genau. Die genau aus. Ja, genau, um die Exploits zu. Ja. Da ist auch sehr interessant, das führt jetzt zwar ein bisschen weiter, aber es passt auch zum Thema. Es gibt noch so ein anderes Tool, das heißt Lavade. Das ist grob so ähnlich wie GDB. Super grob, also damit kann ich auch Dinge machen und Binaries erforschen. Und vor allem da kann ich bestimmte Teile vom Programm entdecken, die für das Ausbeuten, für das Exploiten super praktisch sind. Ja. Und die kann ich dem Lavade sagen oder markieren und dann sagen, bau mir daraus jetzt einen Exploit los. Also da ist das auch so mein Labor-Ding. Aber das ist immer so die Vorbereitung, die man halt zu Hause macht, bevor man das dann auf die Reise schickt. genau, jetzt muss ich überlegen, was wollte ich denn noch machen? Genau. Ja, genau. Und das geht auch tatsächlich in die GDB. Und der sagt einem dann sogar noch, okay, er tut es nicht überall hier, okay, sondern Starting Program. Das kann der ja auch nicht. Das kann nur die Fische. Ja, aber er kann ja die Fische überall lassen. Das kann er dann, ja. Dann wieder. Genau, jetzt sind wir hier gebreakt. Was wollte ich eigentlich? Genau, ich wollte mir jetzt mal die ganzen Sachen als Assembler nochmal angucken. Mhm. Beziehungsweise dazu ist halt ganz wichtig, dass ich erstmal das hier mache. Und jetzt. Das ist aber irgendwie. Jetzt gucken wir uns ein bisschen Assembler an. Und was super nett ist, der hat hier so einen Pfeil und sagt uns, wo wir gerade sind. Und was jetzt hier zum Beispiel nett ist, was man gleich verstehen kann,
Diese drei ersten Sachen oben, da tut er das alte RWP safen auf den Stack. Das hatten wir vorher. Mhm. Und jetzt ist aber so der Punkt, wo ich glaube ich die ganzen Dingsies nochmal ein bisschen erklären sollte. Für alle anderen, also was noch, was so. Ich habe hier irgendwo, habe ich mir da was hingeschrieben. Assembler Primer. Genau, also wenn man Assembler verschieben will, wichtig ist erstmal, es gibt bestimmte Register, die tun wichtige Sachen. RAX ist Standardregister. Und was noch wichtig ist, also früher, was viele wahrscheinlich eher gehört haben, ist EAX. EAX ist 32-Bit, RAX ist 64-Bit, also R wie 64-Bit. Ich weiß auch nicht warum, aber... Register. Aber warum hat es dann bei 32-Bit so nicht R wie heißt? Das war gerade ganz früh, ob es ja 16. Genau, es ist aber auch so übrigens, auch auf einem 64-Bit-System wie hier, kann ich in Assembler-Code immer noch EAX hinschreiben. Und dann verwendet er einfach die untere Hälfte vom Register. Ja. Nee, Vorsicht. Und setzt ein Zero auf die obere. Ah, okay. Auf die Register. Ah. Das wusste ich nicht. Was wichtig ist, weil nämlich der bei dem Sprung von 16 auf 32 Bit, also wenn ich AX anspreche, genau, setzt er die höhere Hälfte nicht. Mhm. Bei EAX setzt er die höhere Hälfte. Was wichtig ist, dass es nämlich keine, sonst gibt es da irgendwie Dependencies im Code, die man eigentlich gar nicht haben will. Ah, okay. Also wenn ich RX löschen will, ist das schnellste, also nicht unbedingt das schnellste, aber ich kann mir sozusagen zum Beispiel diesen Rex-Präfix sparen, den ich einfach mache, ZOR RX, RX. Ja. Dann ist es 0 und dann setzt er aber den höheren 200-Bit auf. Ah. Muss man aufpassen. Wenn man, okay. Aber auch wenn man den Code verstehen will, weil ab und zu mal, wenn man jetzt irgendwie einen Wert nach RAX schreiben will, dann schiebt man den eigentlich nach RX und dann wundert man sich ein bisschen, dabei wird halt. Ja, also es ist auch so, wenn man Assembler-Code liest, hat man meistens Sachen mit R, aber manchmal ist dann wieder ein E. Und deswegen ist es auch gut, das zu wissen, dass das ist dann die untere Hälfte und der macht die andere Hälfte sauber. Und kann heutige Rechner auch noch AX? Ja. Also ich habe es noch nie probiert, aber ich habe schon Tutorials auf YouTube gesehen. Oh, yeah, nee, ist auch wichtig, weil nämlich wenn man eine Punkt Prozedur anspringt, muss man zwischen wissen, wie viele Floating Point Register sind. Und ich glaube, da macht er in AL. Kommt die Anzahl der Floating-Point-Register rein. Ja, klar. Okay. Also maximal 256 kann man übergeben, oder 255. Ja. Weil dann nicht, ich glaube, so zu viele, die er dann, glaube ich, auf dem Stack noch übergibt, weil er halt ein paar Register übergibt, damit uns ablesen zu können. Okay, und genau, das ist RAX und dann, das sind die General-Purpose-Register, da gibt es noch das RBX, das RCX, RBX. Die sind auch so mit die ältesten. Das ist eine unübliche Reihenfolge, ne? BCD. Ja. Weil die internen Prozesse sind sie. Umgekehrt kodiert, da kommt das BX nach hinten. Oh, klar. Ja, irgendwas wollte ich noch zu denen erzählen. Die benutzt man auch für alles. Also wenn man irgendwie umrechnet, hat man meistens die General Purpose Register dann. Das ist Akkumulator. Also da hat die vier Akkumulatoren diese Architektur. Ja, ich glaube, man sagt auch manchmal, dass die für Counter ist, aber das benutzt halt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Compiler irgendwie darauf das. Nee. Dann RIP ist Instruction Pointer. Das hat man in vielen Vorlesungsfolien, wird das immer als PC Program Counter. Das zeigt auf die Adresse, wo die Instruktion steht, die als nächstes ausgeführt wird. Genau, und das ist auch super mächtig, weil Jump tut eigentlich nur den Wert hier ändern. Damit mein Programm dann woanders hinspringt. Also das ist Controlling über das Programm eigentlich. Genau, dann RSP. Kann auch wirklich mit Morph irgendwas reinstellen. Ja. Kannst du. Okay. Da ist die Hardware aber wahrscheinlich nicht optimiert. Ja, es ist halt dann langsamer wie Jump, aber eigentlich ist ein Jump auch nur ein Mod. Nee, aber die Frage ist, ob das geht. Gibt es eine Opcode-Codierung für Move nach RDP? Ich glaube nicht. Echt? Also es ist ja auch problemlos möglich. Es gäbe auch Jump, das wäre nicht nötig. Nee, genau. Aber also es gibt, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, es geht nicht. Genau, dann RSP hatten wir schon, Stackpointer, der zeigt immer auf das unten. RBP hatten wir auch schon. Und es ist auch möglich, das RSP zum Beispiel, wie man will, selber zu verändern. Da darf man auch mit Move einfach Sachen reinschreiben. Genau. Mit Move auch nicht, was für Load-Effective Addies geht, zu lesen. Und dann habe ich noch RSI und RDI. Die waren ursprünglich mal irgendwie special, ich glaube für Index von Arrays. Source Index, Destination Index. Genau. Aber de facto sind die halt vor allem deswegen wichtig, weil unter Linux 64-Bit darüber die erster und zweiter Parameter übergeben werden. Also das ist das, wo ich vorher meinte,
in dem Bild war alles über Stack, mhm. aber in den Fällen, wo es über die Register übergeben wird, ist das, das ist falsch rum, hier der erste Parameter und hier der zweite Parameter. Also wenn es Integer sind oder so. Genau. Also so viel zu den Registern, die sollte man kennen und dann noch so die wichtigsten Instruktionen. MOV ist sicher so das Allerwichtigste. Vor allem, es ist bei MOV sogar so, MOV ist so mächtig, man kann jedes beliebige Binary in ein Binary übersetzen, das nur aus MOV-Instruktionen besteht. Und also, einem Jump, oder? Ich glaube, ja, du brauchst einen Jump am Ende oder so. Genau. Und MOV ist eigentlich Copy. Und das einfachste Beispiel ist, wenn ich MOV R1, R2 habe, dann kopiere ich den Inhalt aus Register 1 in R2. Und wissen wir, warum ist es nicht Copy? Das wundert mich auch. Das wird 60 so MOV genommen. Ja, ja, gut, aber. Weil MOV ist ja irreführend, dann würde man ja denken, dass es dann, wenn R2 dann weg ist, ja. irgendwie. Weil beim ja. Also diese Geschichte höre ich halt immer, aber mich hat das nie irreführend geführt. Das heißt halt so, da fragt man nicht, das ist Bullshit. Das gibt Load und Store gibt es da auch manchmal. Ja, aber naja, also als eine, meine RIST-Architektur würde das zweite, da würde auf alle Fälle dann ein Intel-Syntax da lesen. Store sein, ja. Das ist ja jetzt hier schon ohne die Integration macht das von links nach rechts, oder hast du das nee. Untergenudelt? Nee, ganz subtil. Also eine Integration ist von rechts nach links. Das heißt, da wird jetzt das R2 nach R1 probiert. Ja, genau. Okay, so habe ich es erwartet. Ja. Und der Markt macht das immer andersrum. Ja, das finde ich auch voll verwirrend. Aber das ist ein bisschen zivilisierter. Wir sind aus einer Zeit, da gab es Alternativen zu Intel. Ja. Nee, es ist tatsächlich schlicht und einfach so der Assembler, den ich vor 4 Jahren im System bei Informatik an der Uni Augsburg gelernt habe. Der war auch voll rechts nach links und das werde ich den Rest meines Lebens nicht annehmen Kurs. Können. Herr Huber. Aha, müssen wir mal reden. Welcher Assembler ist das? Das ist aber DLX-Assembler. Das ist so ein. Inzwischen noch ein bisschen feuer. Echt? Okay. Ja, egal, ich wollte noch ein paar Syntax-Sachen erzählen. Genau, die Frage ist wie. Zeit. Genau, müssen wir. Stimmt. Dann, wir haben noch 2-3 Minuten. Da tue ich noch ein bisschen was über den Code, von dem wir hier haben, erzählen. Und dann ist es gut. Ja. Genau. Also, was ich jetzt hier habe, die ersten zwei, der tut das RBB-Speicher. Genau. Und dann ist jetzt hier interessant. Diese MOV, RBP, RSP, das heißt, er tut jetzt den Basepointer neu setzen auf die neue Basis. Und solange ich keine lokalen Variablen habe, ich mache wieder das Bildchen her, die neue Basis ist ja hier. Und bevor ich lokale Variablen habe, zeigt der RSP hier hin. Und die Basis ist ja kurz bevor die lokalen Variablen kommen. Und das ist ja für einen kurzen Zeitpunkt das gleiche wie RSP. Deswegen kann ich hier genau das machen. Und diese zwei Instruktionen, die sind auch super Standard. Die liest man sehr oft. Die sind so der Standard Function Prolog. Mhm. Ist das. Genau. Dann dieses Sub RSP 0x10, das macht Platz auf dem Stack. Und 0x10 Bullshit, das ist ja 16. Das ist Subtract. Ach du, okay, du rechnest einfach mit den. Ja. Okay, gut. Es ist eine Registrierung. Genau, das zeigt ja auch eine Adresse und ich mache jetzt hier einfach, ich tue die Adresse ändern. Also was er hier tut, ist, also das ist jetzt eigentlich hier oben, genau, er macht jetzt hier ein bisschen Platz auf dem Stack, weil dadurch, dass ich den Stackpointer runterschiebe, durch dieses Sub, mache ich einfach Platz auf dem Stack. Das ist wie ein Allozieren von Platz. Ja. Naja, aber du siehst den Müll, der da vorher lag. Ja, ja, klar. Genau, den könnte man sehen. Also man kann theoretisch auf alle Adressen... Aber machen. Linux... wenn das Programm lädt, dann tut es garantiert, dass es mit 0 Achso, das schon, aber im Sinne von, wenn jetzt das Programm schon seit ja, Stunde ja. läuft und nee, genau. ewig viel, dann ist das von der vorigen Funktion dann ja. auf dem Stack. Ja. Genau, so hier haben wir jetzt Platz auf dem Stack gemacht. Dann jetzt hier interessant, was tut das hier? Ich muss selber kurz überlegen. Also EDI ist ja der Parameter, den die Main-Funktion bekommen hat. Mhm. Und zwar der erste Parameter. Ja, ACK 10. Genau, also was ist ACK 10? Und auch übrigens hier interessant, hier haben wir jetzt wieder so ein ED und nicht RD. Aha. Also hier 32 Bit Variablen. Ja, D-Words, da haben wir jetzt. Aber ein Int? Nee, das liegt daran, dass im, also es gibt ja aber die Call-Convention, das ist das Memory Model des Compilers. Und im Standard Memory Model unter Linux ist ein Int weiterhin noch 32 Bit. Ja. Auch unter 64 Bit System. Also deswegen ist ACK 10 32 Bit. Genau. Und
D-Word Pointer heißt hier, glaube ich, nur, dass der Pointer. Das ist diese komische Int-Syntax. Eigentlich ist es Morph Lil, weil er einfach 32 Bit verschiebt. Genau, der, hier ist übrigens Q und ich glaube, D ist halt irgendwie 32 Bit und Q ist 64 Bit. Genau, ja. Ja, das ist, ich finde das auch furchtbar. Also Word ist 16 Bit, manchmal, wenn man Assembler liest. Das finde ich auch völlig absurd, aber es ist halt so. Genau, also hier ruft er dann diese 32 Bit. Genau, hier legt das jetzt einfach auf den Stack. Und er hätte jetzt einfach Push machen können. Ja. Also mich wundert auch, warum er nicht Push macht. Ja. Aber er macht es halt mit Morph. Ja. Und vor allem, da rechnet er jetzt eben relativ zu RBP. Genau. Also er sagt, ich habe RBP und gehe dann 4 nach unten und schreibe es dann hin. Ja. Genau das gleiche macht er dann hier mit dem RSI, also mit dem ARCV. Das ist jetzt dann, also ARCV ist ja ein Pointer, ja. Der ist auch 64 Bit. Und da geht er dann 16 runter. Und schreibt das rein. Genau, also was er jetzt hier tut, ist, dass er die Parameter, die er bekommen hat, sich einfach nochmal als lokale Variable hinschreibt. Das liegt, glaube ich, daran, dass das hier komplett ohne Optimierung kompiliert ist. Da macht er sowas. Ja. Aber also, mit Optimierung würde man das auch überhaupt nicht mehr kapieren, was da abgeht. Tatsächlich. Ich überlege gerade, ob es noch so viel gibt, zeitlich, was man noch nett erklären kann. Lea? Load Effective Address, das bedeutet, so wie es ich verstanden habe, dass er nur diese Adresse, also das, was das hier bedeutet, ausrechnet und in RBI schreibt. Das ist manchmal praktisch. Ja, es ist ein Morph, wenn ich die eckigen Klammern da weglasse, nur gibt es den Morph so nicht. Also eigentlich ist die Adresse einfach RDI ist gleich RIP plus der feste Offset. Warum gibt es dieses Morph nicht? Also erstens weil es keine RISC-Architektur mit drei Registern ist. Mhm. Also ich kann immer sozusagen mal nur ein Register ist gleich Register plus ein anderes. Mhm. Und mit RIP kann ich nicht kodieren als Register, was als direkter Operand da ist. Ah, okay. Ja, ich kann es immer nur als indirekten kodieren. Mhm. Und mit Lea kann man auch andere Späße machen, weil er kann sowas machen wie Lea RDI ist gleich RX plus 8 mal RCX. Mhm. Übrigens noch eine letzte Sache, oder was zu Sinn macht. Der Grund, warum er das hier in das RDI reintut, ist, weil das der erste Parameter ist für die Strip-Copy-Funktion. Und de facto ist das einer von den beiden Pointer auf einer von den beiden, was das Strip-Copy bekommt. Ja. Genau, so Assembler ist tatsächlich auch nicht so schwer, wenn man eh schon programmieren kann und sich auf die Sachen ein bisschen einlässt. Man muss halt manchmal so ein bisschen rätseln, was das jetzt eigentlich soll. Und man sollte noch sehen, dass sozusagen das, was da ist, nicht das ist, was der Prozessor ausführt. Sondern ich meine, man hat zwar 16 Register, die ich mit Assembler kodieren kann und nutzen kann, mhm. Und der Prozessor hat viel, viel mehr Register. Also er hat sozusagen, wenn ich RAX was zuweise, dann mache ich irgendwas nochmal mit RAX, dann kann es sein, dass er intern mit einem anderen Schattenregister rechnet, mhm. Was nur im Assembler-Code dann RAX weiterhin heißt. Ja. Weil halt ich nur sonst so viele Opcodes und Instruktionen machen kann. Ja. Weil er dann nämlich einfach das verschiedene Prozessorteile rechnen kann. Und ob er Lea intern auch als Morph kodiert oder nicht, das spielt sozusagen keine Rolle, aber sozusagen die Art und Weise, wie man sozusagen Instruktionen kodieren kann, die sind halt beschränkt. Ist ja. Es sogar so, dass die meisten von den Prozessoren intern in sowas RISC-ähnliches irgendwie übersetzen? Ja, genau. Also, dieser Push da oben, das sind zwei Befehle, die macht er automatisch. Mhm. Ja, also was heißt jetzt genau? Ist das ein Architektur, wie heißt das Befehl? Instruction? Ja, also genau, es gibt so eine Instruction, die ich in den Assembler eingebe, das ist auch eine, die rauskommt. Der Assembler okay. Kann nicht mehr. Also kommunizieren kann ich im Prozessor nur, indem ich sage Push RBP. Okay. So, aber der Prozessor selber, der zerlegt, also der Decoder von dem Ding, der zerlegt das vielleicht in mehrere Mikro-Ops, heißt okay. Es dann. Okay. Und das ist ja ganz einfach, ich meine, das ist einfach SP wird. Ja, ich habe sogar bei meinen Beispielen hier das Push RAX ist eigentlich nichts anderes wie Sub-RSP und Bob. So könnte er das zum Beispiel machen. Mhm. Genau. Und wenn er dann sieht, okay, ich brauche jetzt gleich nochmal RAX, ja. Dann rennt er für eine Zeit vielleicht einfach mit dem Schattenregister weiter, mhm. Um die Fehler parallel rechnen zu lassen. Mhm. Oder wenn ich mache Move RAX, RCX, führt vielleicht gar nichts aus, sondern merkt sich dann einfach nur, dass immer wenn ich jetzt RCX anspreche, mhm. Ich eigentlich RAX meine. Das ist ja fancy. Also, wer sich da wirklich mal gucken will, soll, muss mal im Internet nach Akna. Fock, oder wie heißt der? Suchen.
Der hat ganz viel aufgeschrieben über interner von den Prozessoren, ganz viel wie die internen. Okay. Ja genau, aber viel mehr Zeit haben wir ja nicht. Genau, aber so, ich glaube, ich habe euch einen groben Überblick gegeben, wie furchtbar eigentlich alles ist und was immer noch geht. Danke. Ja, bitte. Dann machen wir eine 30-Sekunden-Pause. Ja. Und eine Pause.